So, an einer weiteren Location angekommen. Das ist ein altes, verlassenes Bahnwerk. Nehmen wir euch doch mal mit und schauen uns das Ganze doch mal an. Vorne mit dabei ist der Jens, dann, ich glaube, Karl. Und ja, sie ist auch dabei. Schaut offiziell aus, oder? So. Eine Bauaufsicht. Und dann geht's doch mal los. Alte Heizungsanlage oder beziehungsweise irgendwas in der Richtung. Sau krass, da oben steht sogar noch. Steht sogar noch. Hier waren noch ein paar Mal getrunken, hier ein Pfläumli hier, ne? Zack. Nichts daran vergessen. Bei der geilsten Location überhaupt angekommen. Der Weltmeisterzug. Spülbecken. Hier haben wir Sivalin. Ich sehe mal im Kühlschrank, guckt euch den an. Wahnsinn, oder? Ja. Und dann geht es halt hier im Endeffekt in den Zug. Hier ist noch Geschirr. An. Ist noch komplett eingerichtet, Geschirr. Der Wahnsinn. So, und hier vorne haben wir dann den Zugabteil, wo im Endeffekt gespeist worden ist. Krass, oder Männer? Absolut krass hier oben. Habt ihr das nochmal stehen? Fußball-Weltmeister von 1954. Hier ist noch ein alter Grill, hat wahrscheinlich jemand gegrillt. Hier liegt noch Besteck. An. Toilette. Jetzt gehen wir mal in den Abteil. Guckt euch an die Abteile. Wahnsinn, oder? Ellenlang. Richtig lang. Richtig, richtig lang. Da waren schon ein paar Spastis unterwegs, die den Zug angesprüht haben und was weiß ich und alles. Das finde ich echt total asozial. Hier, Scheiben kaputt gedabbert. Also das finde ich echt. Das finde ich echt unter alles auf, dass dann einiges kaputt gemacht worden ist an dem Zug. Vor einem halben Jahr, wo ich da war, war alles noch in Ordnung und jetzt haben sie den kompletten Zug zerdabbert. Solche Vollidioten, Alter, das ist unfassbar. Ohne Scheiß. Pass auf, ich zeige euch mal was. Das war der Innenraum und hier im Innenraum hat es hier noch nie so ausgeschaut. Das ist unglaublich, die Leute sind so bescheuert, Alter. Machen eigentlich den Zug kaputt, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es absolut nicht, schaut euch an. Hier sind die Sachen kaputt gemacht worden. Hier hinter der Theke ist im Endeffekt Sachen randaliert worden. Hier haben sie den ganzen Scheiß rumgeworfen. Die Tür haben sie kaputt gemacht. Also Jungs, wenn ihr das seht, ich verstehe es nicht, warum er in so einer geilen Location, auch wenn es nicht der Originalzug ist, aber in so einer geilen Location im Endeffekt so randalieren muss. Das ist der Grund, warum dann viele Sachen einfach zugemacht werden und wir als Urwechsler keine Möglichkeit mehr haben, sowas Geiles zu besichtigen. Also ich verstehe es nicht. Warum macht man sowas? Ich bin echt sprachlos. Unfassbar. Also ich verstehe es nicht. Das Wunder von Bern, der Kasten aus dem Film. Und hier geht es ins nächste Abteil. Im Prinzip sind die Zugabteile ja alle gleich. Aber ich finde es halt traurig, dass es hier kaputt macht. Und hier ist auch nochmal eine Toilette. Mal schauen, wie die ausschaut. Ja, viel besser. Papierhandtücher. Krasser Scheiß. Hier auch wieder. Hier haben sie auch wieder die kompletten Scheiben zerdabbert. Und dann wundern sie sich, Alter, dass du da nicht mehr reinkommst oder der Zug gespart wird. Das ist mir unverständlich. Ohne Scheiß. Das verstehe ich nicht. Hier auch. Guckt euch das an. Warum auch immer man sowas macht. Ich verstehe es absolut nicht. Ich verstehe es absolut nicht, warum man sowas macht. Hier haben sie die Gläser hingestellt. Wie gemeint, vor einem Jahr noch, wo ich da war, hat es nicht so ausgeschaut. Schaut euch das hier an. Die Spastis, Alter. Das ist unglaublich. Und dann wundern sie sich, Alter, dass die Bahn durchgleicht. Schaut euch das an.
Alter, das kann doch nicht wahr sein. Der Zug war in Ordnung, als ich da war. Das ist... Hier haben sie das Werkzeugkasten hingeschmissen. Ey, das sind solche Spastis, Alter. Da könnte ich mich so drüber aufregen. Ohne Scheiß, guckt euch das an. Warum macht man sowas? Warum, in Gottes Namen, geht man mit fremdem Eigentum so um? Also, ohne Scheiß, Alter. Ich bin gerade so angepisst. Das glaubt ihr gar nicht, ey. Das ist mir unverständlich, warum man dann solche Sachen kaputt macht. Aus welchem Grund? Wieso? Das Klo scheint hier noch in Ordnung zu sein. Ja gut, wie gesagt, sieht es mir nach, dass ich gerade tierisch angepisst bin, aber es geht gar nicht sowas. Dass der komplette Zug eigentlich runtergeranzt wird und kaputt gemacht wird, da war ich jetzt echt vorsichtig, weil da geht es jetzt Richtung... Wollen wir überhaupt noch weiter? Ne, es ist ja alles das Gleiche. Okay, aber es tut mir echt leid, wie gesagt, dass ich so angepisst bin gerade. Aber das ist ja Frechheit, was sie mit dem Zug gemacht haben. Bodenlose Frechheit. Schaut euch das an, Alter. Ich weiß zwar nicht, was sie da rumgeschmissen haben, aber guckt euch das. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich absolut nicht. Nur vor einem halben Jahr, wo ich da war, war der Zug picobello in Ordnung. Ich blende euch demnächst mal ein paar Bilder ein. Oder von meinem letzten Video. Da war der Zug picobello. Das hier verstehe ich nicht. Guckt euch das an. Hier Ketchup. Hier haben sie ihr Saufen fressen hingeschmissen. Warum auch immer, Alter. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Das ist der einzige Zug, sage ich mal, der im Endeffekt noch aus diesem Film existiert. Und dann guckt euch das hier an. Das ist unfassbar. Wahnsinn. Echt unglaublich. Ich verstehe es nicht. Dann gehen wir doch mal hoch. Hier ist noch alte Kann. Am spektakulärsten ist aber das da hinten. Hier ist noch ein alter Raum, wo noch viel Werkzeug und Geschichten sind. Hier ist noch ein geiler Raum. Wahnsinn, oder? Hier ist noch ein alter Raum. Hier. Und jetzt kommt das Geilste. Ich zeige euch das. Das ist das Geilste überhaupt. Pass auf. Ist das nicht hier mega? Ist das hier nicht geil? Guckt euch das hier an. Wahnsinn, oder? Lasst mal auf euch wirken, wie die Natur sich das hier alles wieder zurückgeholt hat. Krass, oder? Werfen wir noch einen Blick raus auf den Weltmeister zu, den sie mittlerweile beschmiert haben und alles. Das verstehe ich nicht. Guckt euch das an. Das hier ist der Weltmeisterzug. Und den haben die komplett beschmiert mit allen möglichen Scheiß. Innen drin haben sie randaliert. Ich verstehe es nicht, genauso wie hier. Von meinem letzten Besuch war das hier noch ganz. Da haben sie auch die Scheiben eingeschlagen. Also ich verstehe es nicht. Ich könnte mich jetzt echt schon lange aufregen. Hier ein alter Frühstücksbereich. Hier steht noch eine alte Bärenmarke. Hier ist noch ein Ketchup. Wahnsinn. Schon krass, ne? Hier ist noch eine alte Werkbank. Hier ist noch eine alte Werkbank. Krass, oder? Also von meinem ersten Besuch, das müsste jetzt ungefähr ein Jahr, anderthalb da gewesen sein, wo ich da war. Und da hat es nicht so ausgesehen. Aber das hier ist das Geilste. Das hier ist das absolut geilste überhaupt. Ich finde es so mega, den Raum hier. So, ja. Und jetzt sind wir hier in der Produktionshalle, hätte ich jetzt mal gesagt. Glaube ich zumindest. Und ja, harter Verfall. Jetzt sieht er ja, wie die Natur sich alles wieder Stück für Stück zurückholt. Krass, oder? Wo überall Bäume und Pflanzen wachsen. Unfassbar, dass hier überhaupt eine Pflanze wächst. Ist krass, oder?
Und wisst ihr, was auch krass ist? Wenn man sich rumdreht, hier, kein Dach mehr. Wenn man sich hier rumdreht, Dach, und seht ihr das, die Lampen, Alter, die stehen noch hart da oben. Die Lampen stehen noch hart da. Wahnsinn. Das hier ist auch nochmal eine alte Halle. Keine Ahnung, was hier drin gemacht worden ist. Auf jeden Fall ist hier auch irgendwie so eine Art Abfluss. Da hinten steht noch ein alter Tisch und Stuhl. Hier geht es dann nach oben. Und hier drin ist ein Raum, wo vielleicht der Kapo oder wer auch immer da drin gesessen war, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber vielleicht wisst ihr ja. Dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr die Location erkennt. Das ist auf jeden Fall altes Bahngelände. Krass, oder? Hier hinten. Wahnsinn. Ja. Schon krass, Alter. Das ist die Natur hier, das Stück für Stück zurückholen. Ne? Ein altes Bahnwerk. Geisteskrank. Hier ist das Materiallager. Hier sind noch alte Helme. Krass, oder? Vor allem die Vorhänge, die alten. Richtig krass. Hier sind noch alte Bauhelme. Das scheint. Auf meiner Vermutung ist das hier der Kasten des Vorarbeiters, würde ich jetzt mal behaupten. Da war er drin gestanden und hat gesagt, ey, arbeite ich hier, Pisser. Von meinem letzten Besuch hat es hier noch nicht ganz so krass ausgesehen, aber gut. Man kann nicht alles haben. Hier ist auch nochmal ein Raum. Und das war die Materialausgabe. Der Schreibtisch hier ist Gamma. Ist der Gamma? Hammer. Hammer Schreibtisch. So, jetzt geht's nach oben. Über die ganzen Dokumente. Schon krass, oder? Schon geil, ne? Wenn ihr euch das hier anschaut und dann das hier. Wahnsinn. Hier sind überall Akten auf dem Boden verstreut.
Das war auch noch nicht. Die Fenster waren noch nicht draußen, als wir das letzte Mal da waren. In dem Raum habe ich mein Foto damals gemacht. Hier regnet es auch schon rein. Hier waren. Ja genau, da ist noch das alte Fanta und so drin. Hier ist noch ein Raum, wo im Endeffekt die ganzen Akten rumliegen. Und hier ist noch eine Zeitung von 97. Eiszeit, Eiszeit. Kampf gegen Frost und Frust. Bahnzeit. Die Zeitung von der Bahn. Krass, oder? Von 1997. Hier haben wir ein altes Waschbecken. Und der Raum war auch geil, weil hier waren nämlich noch alte Flüssigkeiten. Das seht ihr ja hier, ne? Hier. Und hier nochmal ein Blick übers Bahngelände. So krass, oder? Geisteskrank. Lost Place. Bahngelände. Hier ist auch nochmal ein Raum. Hier ist nochmal ein Raum, ein großer Raum. Hinten liegt noch alte Bahnklamotten. Hier ist nochmal ein Raum. Den finde ich mega. Alter Holzschrank. Geiler Holzschrank. Schon geil. Das ist jetzt der Raum, den viele natürlich jetzt von Instagram kennen. Zwecks, ich sage jetzt mal Bilder, was so ein Pseudonym für diesen Lost Place sind. Krass. Ansatz 70.000 deutsche D-Mark. Genehmigte Überschreitung bis zu 104.000 deutsche D-Mark. So, hier oben ist auch nochmal ein geiler Raum, finde ich. Da hinten ist eine Couch. Hier sind auch nochmal, ja, letztendlich Klamotten. Und da hinten, das finde ich mega, da ist eine Couch. Oder war zumindest eine Couch. Ach, die haben sie jetzt daher geschoben. Das ist der letzte Raum hier im Dachboden. Und wisst ihr, was krass ist? Da oben der Ventilator, ich zeige euch was. Seht ihr das auf dem Video? Der Ventilator läuft. Also muss hier irgendwo noch Strom sein. Und das hier ist, die sagen um oben eine Couch. Die stand mal hier. Jetzt steht sie hier. Wie gesagt, mein letzter Besuch ist zwischen ein Jahr und anderthalb Jahre her. Und da waren wir das letzte Mal da. Hat also in den Bauwerken selber, oder sagen wir mal in der Location selbst, hat sich nicht viel verändert. Da ist alles so geblieben, wie es war. Nur den Weltmeisterzug, den haben sie ganz schön runtergerannt. Das muss man leider so sagen. Leider. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, sagt mich weiter. Vielen Dank für den ganzen Support, den ich gerade erhalte, sei es über Instagram, Facebook oder jetzt auch YouTube. Vielen Dank dafür. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.